Bildung und Erziehung ist einer unserer Schwerpunktthemen, den wir natürlich in den letzten Jahren hier in Tirschenreuth sehr intensiv abgearbeitet haben. Es geht los von den Kindergärten über die Mittelschule, über die allgemeinbildenden Schulen oder natürlich auch jetzt studieren hier bei uns in der Stadt Tirschenreuth. Wir bauen im Augenblick einen vierten Kindergarten, einen neuen Kindergarten direkt im grünen Gürtel der Altstadt. Ja, Träger ist das BRK Tirschenreuth. Der neue Kindergarten heißt Woltenentdecker und dieser wird im September natürlich die Türen öffnen. Aber danke aber auch an die anderen drei Kindergärten, die jetzt hier aktiv arbeiten, den städtischen, den katholischen und evangelischen Kindergarten. Ein breites Angebot für unsere Kleinsten, für unsere Kinder. Wir sind aber auch jetzt schon dabei, die Mittelschule zu sanieren, in Vorbereitung natürlich, dass hier die räumlichen Voraussetzungen die besten sind. Auch dieses Bildungsangebot liegt uns sehr am Herzen. Aber auch natürlich nach der Mittelschule oder nach dem Gymnasiumabschluss soll man sich hier bei uns in Tirschenreuth weiterbilden können. Und wer hätte noch vor Jahren gedacht, dass Tirschenreuth Studien, Wissenschaftsstandort geworden ist. Und hier bei der Frontfeste ist hier ein fantastisches historisches Gebäude mit allen technischen Gegebenheiten saniert worden. Hier wird dezentral studiert in Zusammenarbeit mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg oder mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Landshut können hier der Bereich der sozialen Arbeit oder auch die Wirtschaftsingenieure ihre Abschlüsse mitbieten. Letztendlich ein fantastisches Angebot, gerade für die Jüngsten oder auch für die jungen Menschen, die hier entsprechend eine berufliche Bildung abschließen können.